Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition. wir sind letzte Part hier stehen geblieben, oben auf der Gefängnisinsel. Ich war nochmal offscreen, hab nochmal sämtliche Sidequests gemacht, die ich mitmachen konnte. Alles konnte ich nicht machen, denn im Aerosmeer herrscht gerade Gewitter und das durchgehend. Das heißt, ich kann manche Wetterbedingungen nicht machen, wie ich sie eigentlich, also manche Quests nicht machen, die ich eigentlich vorher erledigt haben wollte. Das ging nicht. Aber ich wollte eigentlich jetzt nicht in den Kampf reingehen, aber na gut. Wir helfen ihm mal kurz auf. Ich erkläre gleich mal weiter, was ich noch in der Zeit noch getan habe. Oh Gott. Die dauern mehr gefühlt. So, komm, lass uns das Ding schnell erledigen. Und dann hat sich die Sache erledigt. Komm. Ich würde gern, schon gerne, euch erklären, was ist Phase ist. Wie, was ich getan habe. Meine Güte. Komm, kill es bitte. Es ist Level 41. Alles gut. Meine Güte. So. Irgendwas war hier gerade? Irgendwas gehört? Was habe ich getan? Ich habe alle Quests gemacht, die ich machen konnte, auch in den vergangenen Gebieten. Ich kann jetzt alle bis auf Level 48 Uhr machen und mache ich auch mal. Die Kämpfe ziehen sich ja sonst. Und ansonsten habe ich auch nochmal alle für dieses Gebiet hier so weit umgezogen, dass sie wieder wie ursprünglich aussehen. Ne? Außer bei Ricky war ich mir gerade nicht sicher. Aber ihr seht, das war in der Gruppe. Ich habe versucht, sie sozusagen so auszurüsten, wie sie ursprünglich aussehen. Weil ich gerne für diese Cutscene halt, also für dieses Gebiet hier gerade, was jetzt kommt, würde ich halt schon gerne die Originalklamotten anhaben. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich wieder sehr viele freigeschaltet. Viele neue Outfits. Also nicht so viele, wie man vielleicht denken mag. Ich habe einige freigeschaltet, aber auch nicht alle. Genau, Harmonie. Ja, zeige euch mal. Harmonie der Gruppe. Und zwar habe ich tatsächlich, ich habe es tatsächlich geschafft, rein voll mit Melia zu machen. Und auch hier mit Schala und Melia auch ein bisschen höher zu machen. Und ja, das geht mit Geschenken, aber auch mit Kämpfen. Das geht automatisch eigentlich recht schnell sogar teilweise. War das früher auch so schnell? Es kam mir auf jeden Fall früher viel langsamer vor. Naja, jetzt habe ich jetzt schon erreicht. Und das Gute ist, Melia kann jetzt schwere Rüstung tragen. Ja. Und soweit ist der Stand der Dinge. Harmonie-Diagramm sieht so aus. Hier mittels Bionis da, bla, hier das, ne? Alle Quests hier im Aerosmeer konnte ich nicht machen. Missionsbuch sieht soweit so aus. Also ich kann die restlichen leider nicht machen. Genau wie die Kolonie 6 habe ich hier auf Stufe. Das ist eine Stufe 3, aber ja, manche Sachen kann ich halt einfach noch nicht bekommen. Ich kann die halt einfach noch nicht bekommen, deswegen muss ich das aussetzen noch. Naja. Das ist der Stand der Dinge. Aber jetzt machen wir erstmal schön weiter in der Story. Da freue ich mich sehr drauf. Und mal sehen, was uns hier so erwartet. Wir spielen jetzt Schulk, tatsächlich. Wird mal wieder Zeit, aber auch nicht mehr lange. Ne? Irgendwann, weil wir kommen bald in ein neues Gebiet rein und dann vielleicht eventuell spielen wir dann wieder jemand anders. Wir testen uns mal ein bisschen durch. Aber Melia wollte ich tatsächlich schon nehmen, denn Melia hat eine neue Fähigkeit dazu gekriegt. Erde, das macht Giftschaden. Und Giftschaden ist schon ziemlich gut in dem Spiel. Und Melia steuert sich auch sehr gut, ne? Also viele Charaktere denken sich so, boah, das steuert sich ziemlich gut. Schala steuert sich auch ziemlich gut. Du bist halt nur meistens auf Entfernung, musst halt deine Waffe abkühlen lassen. Ne? Aber ist halt ziemlich gut. Es sieht übrigens sehr ziemlich nice aus, das Gebiet. Und ich bin froh, dass wir nicht diese Nebulas mitnehmen müssen. Aber wir sind gleich da. Aber wir sind noch safe nicht ganz oben. Wir müssen noch ganz nach oben, oder? Ja, wir gucken einfach mal. Was denn? Wir sind doch noch nicht da. Was ist los? Whoa! Big door!
Whatever needed this door was massive. Dino Beast! Hm. It's just a statue. Don't freak us out like that, Ricky. Is this a person? I can't make it out. This may very well be the appearance of my forefathers. The legends tell that they differed greatly to how we look now. And this is what they look like. Wait a minute. I've seen this thing somewhere before. Oh, Dino Beast! Dino Beast! You might be right. It reminds me of the Telethia as well. Did your ancestors build this island? No. The stories tell of this place existing long before my people. No one knows for sure, but we think our forefathers are the ones who sealed it. I wonder what's hidden inside. Well, we'll know soon enough, I suppose. There. An engraving by the forefathers. I've seen this engraving around the capital. Many researchers have tried and failed to discover its meaning. Hey, Shulk, that symbol. Yeah, it's similar to the Monado symbols. There must be a connection. Connection? The sealed door of Prison Island. It is said only a true successor to the throne can open it. Then the Emperor must be inside. I believe so. Forefathers, I, your descendant, Melia Antiqua, stand before you. For the sake of our world, release the seal! Just like at the tomb. What's it doing? Aren't we going to help? Please, do not worry. It is necessary. Heir to the Monado, let the shackles be released! What is it, Shulk? Get a move on. You saw it, right? Us bashing that Tin Man's head in? Hold on a second. Ah, here we go. I knew you'd start overthinking. There's not much time, Shulk. We've got to go now. Sharla's right. We'll miss our chance to take that murdering Mekon down. And save Melia's father, too. Okay. Ja eben, es wird Zeit, ne? Wir wollen Metal Face auf die Fresse hauen. Es wird Zeit. Das hier. Was ist das? Das war im Original auch nicht so. Was ist denn das? Oder? War das im Original auch schon so? Naja, wir gehen einfach da rein und gucken mal, wie wir hier weiterkommen. Haben wir jetzt nicht was verpasst oder so? Oder haben wir jetzt was dadurch geskippt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Es sieht danach aus. Hm. Warte mal. Können wir zurück, ne? So. Geh nochmal hier, weil ich möchte schon, denn wenn schon möchte ich sehen, was das ist. Was dahinter ist. Weil das sieht mir halt stark nach einer Abkürzung oder so aus. Und ich wollte halt schon gerne den Raum da hinten sehen. Zumindest das. Oder ist da hinten nur so ein starker optionaler Boss? Das weiß ich nicht mehr.
Am besten, wir gucken einmal. Aber wir sollen da rein tatsächlich. Wir sollen. Es wird explizit gesagt von der Kamera, also von der oben, von der Minimap, wird gesagt, wir sollen da rein. Aber trotzdem möchte ich gerne nochmal sehen, was das hier ist, ja. Das möchte ich einmal noch sehen. Wir haben Schala und Rein im Team, weil mit der Konstellation bin ich momentan am stärksten. Also das heißt momentan. Schala kann gut heilen. Und Rein ist halt sehr bulky, ne? Also der tankt ziemlich gut. Ach, so war das. Man muss erstmal das Fahrstuhl wahrscheinlich aktivieren. Es ist, wie gesagt, es ist schon ziemlich lange her, als ich das gespielt habe. Da müsst ihr mir verzeihen, dass ich das nicht gleich weiß. Ne? Aber... Das sieht unfassbar gut aus, ne? Ich weiß nicht, ich könnte aus dem Spiel... Ich habe mir schon überlegt, einfach aus dem Spiel so die besten, diese schönen, die schönsten Location einfach so screenshotten. Ich finde, das sieht auch ziemlich nice aus. Einfach screenshotten und auf Twitter nach Likes betteln. Herzen. Nein. Selbst auf Twitter poste ich vielleicht wenn es hochkommt, einmal am Tag was. Momentan zumindest. Aber ihr dürft mir gerne ein Follow da lassen. Ja. Wenn ihr das liest, was ich einmal am Tag dann poste. Ja, ich poste meistens nur Bullshit oder ich teile mein Video ab und zu mal. Wobei es beides das eigentlich Bullshit ist und Video teilen ist eigentlich dasselbe, ne? Okay, wir sind jetzt hier oben. Wir sind umgeben von diesen Equis-Incognito-Dinger. Incognito. Mit G, ne? Mit G. Ah. Okay, das ist das nächste Portal. Aber wir können ja hier auch nach links. Was ist denn hier? Wieso gibt es so viele Gänge, wo ich doch vorher nachgucken möchte, wo es sich hinführt? Den Gang gibt es doch nicht umsonst, oder? Ja, wie gesagt, das ist halt ziemlich lange her. Eigentlich müsste... Ich war der Meinung, dass man hier komplett hochlatschen muss. Jetzt auch ein Fahrstuhl, den jemand deaktiviert ist. Okay. Gut, ich folge jetzt einfach die Spur. Dann mache ich nichts Falsches. Aber ich weiß halt nicht, wusste es halt nicht mehr. Alley-oop? Ihr habt es irgendwie vermisst. Irgendwie ist das vermisst, tatsächlich. Gut, gehen wir. Ich habe gedacht, das ist doch neu, oder? Das mit den Portaldingern hier, das ist doch neu. We must be outside the tower. Are we here? This is it. This is the place I saw. Melia! Father! Father? Who is this? Welcome, true heir to the Monado. Huh? Who are you? Check that guy out. Is this... He's one of the giants, said to have become extinct eons ago. This is what our forefathers locked away. I am Zanza, and I have waited centuries for you. You waited for him? But I thought our forefathers imprisoned you here. I forged the Monado. It is molded from me. All who wield the sword are made known to me. You made the Monado? Yes. I made it millennia ago to oppose Mekonis. But why are you imprisoned?
The Monado controls the principle upon which life is based, the source of your existence, Ether. Master the principle of life, and all things will bow to you. Your power will be infinite. As you now know, the sword gives the wielder the power of foresight. And I myself once used that sword against the Meconis and defeated it. You're telling us you beat the Meconis with that tiny thing? Its appearance is merely an illusion. Its form morphs to conform to the will of its master. The power comes from within. But its power was feared by some. That is why the High Entia imprisoned me here long ago. That can't be true. Our forefathers would have had better reason. You are what you are. Do you not believe your own eyes? Open your mind, new ruler of the High Entia. The Monado is the blade of the Bionis, the only force that can oppose the Meconis. As the wielder grows, so too does his ability to control all things. Yet there is still power trapped in the sword. The Monado is in shackles. Shackles? It is suppressed. You mean... Yes, it was this constraint that gave rise to Faced Mekon. Mekon which cannot be destroyed by the Monado. These shackles, they must be the reason the Monado can't hurt people as well. Does that have something to do with the Faced Mekon? You must find that out by yourself. I will remove those shackles for you. But you must take the Monado and free me from this prison. Free me, and the Monado will cut down anything you wish. Nothing but a god can stand in your way. Don't do it, Shulk. But Melia, why? Something's not right. The forefathers must have had good reason to seal him. I need that power. I thought you of all people would understand. I do, but it's just... Hold on a minute. He only said he'd release this new power. Sounds like a good idea to me. But... Melia, please understand. I must do what I set out to. The Mekon must pay. Young Shulk, I will not force you. I ask for nothing in return. It is your choice. I will.
to the Monado. Your will shall be done. Let the shackles be released. This party's over. It's him! Metal Face! Sorry we're late to the party. What do you think of our leader's gift? How did you know we'd be here? What's that? The poor insects are a little confused. We're here for the old fool. If he's dead, he can't power up the Monado. You being here, just an added bonus! A silver-faced Mekon! Zanza? Respond, Zanza. I know you can hear me. I sense thought waves. Zanza, how many more will you sacrifice? Who are you to talk to me? How dare you? You know nothing. I am here to talk, Zanza. Mekon! You will pay for what you've done! Please wait. I mean you no harm. Give us back Fiora! Give her back! I told you to stay out of the way, boy! Choke! Weak, weak and pathetic! Stupid buck! Melia! Look at you! Worthless without the Monado! Isn't that right, Dunban? What or who are you? How do you know me? Let's see if this jogs your memory! He moves like... But that's impossible! Cease immediately. They are not our target. Any final words? Die! Who dares? Stop at once, Mekon! Emperor! Are you hurt, Melia? No, Father. You're gonna pay for that, you bag of bones! Melia! Looks like he's had his wings clipped. Did you really expect to beat me? Emperor, I failed you. Heir to the Monado. Zanza, you're alive. Give me the power I need. I am now a mere shell. The power
is already yours. What? The shackles have been broken. Wield the sword. It bends to your will. Think of your enemy, and the power to defeat them is yours. Ah! Zanza. Mekon. It's not over. The people of Bionis will never let you triumph. It's changing form. Be careful. We cannot withstand such power. Shulk! Das Monado wurde entfesselt. Das Monado kann nun auch Gesichtsmerkmal Schaden zufügen. Alle Monado-Technik können bis nun bis zur Stufe 10 aufgestuft werden. Habt ihr mal das Monado gesehen, wie es aussieht? Das ist voll... Ich hab einen Staub auf meine Kappe. Tatsächlich. Naja, egal. Das Monado wurde entfesselt. Stufe 10. Habt ihr mal gesehen, wie das Monado aussieht? Das sieht richtig übertrieben krass aus. Das wird ein bisschen längerer Part heute. Ja, tatsächlich. Dann bin ich mal gespannt, was es kann. Das Monado. Jetzt machen wir den Eisengesicht Schaden. Sehr gut. So, komm, wir greifen von hinten. Wenn Rein die Akuma nimmt. Komm, kriegt sie ja immer. Zack. Ach, Rein kann die Akku gar nicht kriegen. Weil er. Ja, okay. Ich mach ihn fertig. Kriegen wir jetzt endlich unsere Rache? Wir werden sehen. So, wir müssen erstmal mit dem Autoangriffe auskommen, weil Rein muss. Ich muss die Verzauberung reinknallen. Ja. Au. Okay, wir sind ein bisschen überlevelt für den Kampf, aber wir wollen den Kampf ja auch schaffen, ne? Ich bin ohnmächtig. Ja, erzähl doch was. Hallo! Gut. Hau rauf! Danke. Verzauberung. Nehmen Sie nicht draußen, weil wir vor der Tür gerade voll extrem laut. So. Nein, nimm mal die Akku von ihm. Bitte. Er geht auf Schulk irgendwie, ne? Komm. Nee, er will halt nur auf Schulk, ne? Der will nur auf Schulk. Okay. Dann kriegst du das, was du willst. Dann hol ihn einfach raus. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt willst du sterben. Oder auch nicht? And suffering you caused the Emperor Amphiora! Desist! What? Look at him! The Monado was changed! Good! Now you feel it! Swing the blade to your heart's content! Wait! Is this what you truly desire, Zanza? I see now. It is as I suspected. You exist outside the pre-established harmony. Is that... a haunt? No way. Fiora! Fiora! You're still alive! Zanza, you have not changed at all. That is clear.
but still, I cannot. Do as you please. Fiora! Wait! My mission is complete. Returning to base. You were lucky this time, dumb man. But next time, I'll slice you in two. Fiora! It's me, Shulk! Fiora! We were too late. Again. I saw it. I knew it would happen. Shulk. Why? Why did this have to happen? Father. Melia, the hope of our people. You must not cry. Don't say that. I don't care how improper it is. Let me cry. Melia. Why does it have to be me? If all it takes is to be half Homs. Is that what you think? You are very much mistaken. But... To become the hope of the High Entia is a fate that you choose for yourself. As long as you remember this, it is certain that you will be worthy of that name. But remember this also. It is not because you are the hope of the High Entia that I love you. It is because I love you that I wish for you to become that hope. Heir to the Monado, I leave the sword in your hands. The sword that my forefathers sealed away. With it, you can succeed. Your Majesty. Melia, cry for as long as you must. But when your tears are dry... Melia, come with me. Shulk, I... You'll have plenty of time to think about your empire and your people's hopes. If you need me, I will be at your side. But you are an individual. You are Melia Antiqua. And you can't let them get away with this. You're right. My foremost concern is making them pay. Well played indeed, Zanza. I do what is necessary for the world. I could very easily have stood in for you. Your sentiment is appreciated. I see a storm on the horizon. Uiuiui. Also ich kriege immer noch von der Katze immer noch Gänsehaut, Leute. Es ist einfach immer noch eine sehr grandiose Cutscene, wie ich finde. Fiora lebt anscheinend. Wenn aber auch nicht so wirklich richtig. Sie meint, sie ist so ein Roboterartig.
Kann man das als Leben bezeichnen? Ich denke schon, ne? Ich denke schon. Warum scheint sie sich nicht an Schuld zu erinnern? Das werdet ihr erfahren. Vielleicht im nächsten Part, ne? Wobei ich da glaube nicht. Aber wir werden das erfahren. Jetzt geht's erstmal weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wohin uns die Reise jetzt als nächstes verschlägt. Ich weiß nur, dass wir einiges vor uns haben. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.